Und jetzt stehen wir alle hier und glauben, dass wir es besser machen können. Das klingt eigentlich ziemlich naiv, oder? Da gibt es so wahnsinnig viele Leute draußen, die erzählen uns, dass wir eigentlich total naive Vollwappler sind. Oder mindestens Faschisten oder sonst irgendwas. Ja, genau. Sagst du das? Ja, jawohl. Bravo! Super. Okay. Nein, ich möchte damit auf eines eingehen. Wir werden immer wieder, oder Menschen, die so denken wie wir, werden immer wieder als naiv bezeichnet. Und da habe ich auch wiederum etwas bei dieser Rede von Petr Amschajar gefunden, das mir sehr gefallen hat. Er hat gesagt, erinnert euch, in den 60er Jahren gab es eine Frau in den Südstaaten in den USA. 60er Jahre war noch die Zeit der Rassentrennung. Sie hieß Rosa Parks. Und sie hat an einem Tag mal etwas extrem Naives getan, nämlich sie hat sich im Bus einfach hingesetzt. Obwohl sie das nicht durfte als Schwarze. Genau, finde ich auch. Das ist eine Katastrophe. sie hat sich einfach hingesetzt. Das ist eigentlich total naiv. Wie kann sich diese Frau einfach denken, dass sie sich da in diesen Bus zwischen den ganzen Weißen hinsetzen kann? Aber sie hat's getan. Sie hat's getan. Und das, was diese Welle, die sie ausgelöst hat damit, war gewaltig. Und hat am Ende zu etwas geführt, dass diese Rassentrennung abgeschafft wurde. Und ganz ehrlich, das ist einfach Mut zur Tat. Mut zur Tat bedeutet durchaus auch naiv sein. Und wenn Mut zur Tat bedeutet, naiv zu sein, dann bin ich gerne mit euch naiv, Freunde. Bin mit euch naiv, gerne. Ich möchte zum Beispiel eine total naive Behauptung aufstellen. Österreich ist nicht mehr neutral. Das ist ja total naiv eigentlich, oder? Es gibt wahnsinnig viele Leute, die erzählen euch das Gegenteil. Warum glaubt ihr nicht dran? Oder glauben manche von euch dran? Kann man genauso gut sagen, ob es naiv ist oder nicht. Ich habe heute erst wieder gelesen, dass Österreich bitte an einem gewaltigen NATO-Manöver teilnehmen wird. Das nennt sich JAWTEX 2014. Das ist die größte Militärübung, die größte internationale Militärübung seit den 80er Jahren. Österreich beteiligt sich daran. Was machen wir dort? Führen wir unsere Eurofighter Gassi oder was? Was machen wir dort bitte? Was soll das? Wir sind doch ein neutrales Land. Wir gehören nicht der NATO an. Wir gehören keinem Militärbündnis an. Das steht sogar im Gesetz. Wir dürfen uns nicht einmal einem Militärbündnis anschließen. Und dann sind wir dort und machen Militärübungen. Leute, ist das nicht eigentlich naiv? Das ist es doch, was naiv ist, oder? Dass diese Leute, die veranlassen, dass wir dort Militärübungen machen, glauben, dass wir es nicht kapieren. Und dass wir es nicht mitkriegen. Natürlich werden wir es mitkriegen. Wir werden uns dagegen wehren. Sagt Nein dazu. Nein! Sagt es ihnen. Nein. Nein! Wir wollen das nicht. Wir sind ein neutrales Land. Sagt es ihnen. Nein! Danke, das war sicher nicht naiv. So. Für heute lasse ich es. Weil wir wahnsinnig viele Redebeiträge haben werden, habe ich das Gefühl. Ich möchte jetzt an meinen lieben Freund Stefan Bartonek übergeben, der letzte Woche schon eine sensationelle Rede gehalten hat, die viele Leute bewegt hat und der heute wieder etwas sagen wird. Hört ihm zu, es zahlt sich aus. Dankeschön. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher.